hier einsetzen, an dem, direkt ans Ende, genau. Also mittig auf die Platte dann. Ja. Wäre das so? Warte mal. Ja, bau den Damm hin. Ja. Dann würde ich einen Platz lassen zum Zwischenhergehen. Da kann man so schon. Kann man so schon dazwischen hergehen. Ja, willst du auf die Enge dazwischen gehen? Oder willst du eine größere Platte haben? Nee. Mach, ich würde sagen, eine größere Platte. Das ist auch dann übersichtlicher, was Förderbänder und Strom angeht. Hier haben wir den Platz. Mach den richtig mittig drauf, genau da. Den nächsten kannst du direkt daneben setzen, dann auf die mittlere Platte. Nee, direkt hier dazwischen. Ja. Ja. Und jetzt wieder einen mit Platz, genau. So. Das ist ja nur da hinten gucken, wie wir das mit den Konstruktoren machen. Förderband. Beziehungsweise. So, jetzt muss ich hier gucken. Hier brauchen wir ja wieder doppelt Förderband-Dinger, ne? Das geht nicht hier. Was geht nicht? Das hier geht nicht. Ja, okay. Dann. Dann mache ich das direkt hier schon auf der Ebene. Müsste passen, ne? Ja. Ist jetzt nur mit dem Genwissen Chance, aber geht noch. Kannst du nochmal hier so eine Doppelfördermastanlage hinsetzen? Doppelfördermast, Moment, der war. Fördermast Stapel oder Fördermast? Stapel. Hier oben drauf. Nein, hier oben drauf. Achso. Ja. Und hier müsste. Mach hier auch nochmal. Warte mal kurz. Ja doch, das geht. Hier auf die Seite auch nochmal zwei übereinander. Genau mittig wieder. Eins noch. Genau. Darüber noch einen. So, jetzt mal gucken. Da jetzt kann ich es mal einzeln bauen, das ist scheiße. Ja, nee, das ist nicht, ja, aber nicht so über Eck. Das, wenn schon, hier machen wir da direkt mit schönem Bau. Kannst du hier nochmal ein, zwei setzen? Hier drauf? Okay, jetzt gefällt mir eine Sache noch nicht, das muss man noch ändern. Siehst du den kleinen hier? Ja. Yeah. Kannst du den so einmal aufbauen? Ich kann das ja. Drehen, ja. Ja, ein zurück. Ein so, ein näher ran. Ja. Scheiße. Okay, vielleicht. Ups. Vielleicht eine Stufe höher. Nein, eins höher. Ja. So war das, ne? Oder? Einmal klicken und dann eins und dann mit dem. Ja, yeah, ich meine, war das so oder? Ja, mach so. Nein, ja. Nein, ja, das wird, gibt keinen, der. Das geht auf keinen Fall. Doch, es geht. Es passt einfach noch. WTF. Da fehlt der Mast, oder? Den habe ich vielleicht gerade. Ne? Nee, da fehlt gar kein Mast. Also. Ja, dann ist doch super.
Hier hinten müssen wir jetzt auch nochmal. Siehst du hier nochmal einen Mast, dass der 2 hoch ist? Wo genau? Doch. Den ganz normalen Mast. Ah. Höher oder? 2 hoch. So. Noch eins? Ja. Dann hier auf die Höhe, wo ich jetzt springe, nur ein hoch. Ja. So, und dann parallel zu dem anderen Stück nur genau ein. Das war. Das müsste passen. Perfekt. Sehr gut, dann haben wir die Förderbahnanlagen schon mal da fertig. Das sieht jetzt schon geil aus. Ja, ne? Stell dir das mal so ein riesen Ding jetzt vor hier im Gebäude. Fuck. Das ist nur der Anfang. So, was brauchen wir da jetzt? Jetzt brauchen wir Konstruktoren. Genau. Pro Verbindung 2, ne? Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Haben wir falsch geplant, kann das sein? Wieso falsch geplant? Wir können die Plattform wieder erweitern. Ja, aber die sollten schon parallel geschaltet werden, ne? Die Konstruktoren meinst du? Ja, damit die Auslastung der Förderbänder gleich ist, weißt du? Wie viel das wegnimmt, warte mal. Hab ich jetzt eben gar nicht dran gedacht. Konstruktor. Ja gut, den nimmt schon ein bisschen Platz weg. Wir reißen nochmal ab. Meinst du? Ja, ich glaube, wenn schon einmal sauber, oder? Willst du dann. Okay, dann vielleicht so, dass die Anlagen, so wie sie jetzt stehen, quasi, warte, guck mal, so stehen, mal so in die Richtung. Dann führen wir die Förderbänder quasi von dort aus in der schönen Kurve runter und verteilen die. Ich würde gerne so machen, schau mal. Ja. Hier, da wo das steht, weg, freilassen. Ja. Dafür kommt das hier hin. Und ab hier kommt dann die Gabelung mit dem Splitter, einmal hier Konstruktor und einmal hier Konstruktor. Ich hätte jetzt eine andere Idee gehabt. Okay. Dass wir die, warte mal, ich baue das mal mit einem ab. Nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Schmelzerei. Mach ich jetzt einfach mal so. Dass wir hier den ersten haben. So wie wir sie jetzt stehen haben, halt nur jetzt quer ausgerichtet in die Richtung halt. Richtung. Eingang da hinten. Die Förderbänder führen wir dann noch schön S-Kurve hier runter und verteilen die dann dran. Und dann können wir nämlich auch die Länge, die wir hier haben, direkt die ganze Kette aufbauen, ohne Kurven drin haben zu müssen. Was meinst du? Können wir machen. So, in welchem Abstand müssen die Konstruktionsdinger jetzt stehen? Ist dann wieder abgebrissen? Ja. So, den ersten wohin? Moment. Lass mich kurz noch klar Schiff machen, oder bist du gesagt, vielleicht kannst du gerade helfen. Bin schon dabei. So. Also, jetzt kommen die 4 hier ran. Das heißt, die können wir so, wie sie jetzt eigentlich so sind, in die Ecke führen, bis wir den ersten haben, der abgeht. Schau mal, ich würde den. Wollen wir jetzt mit 2 Konstruktionen immer arbeiten oder mit 3 direkt? Oder willst du die einfach nur übertakten? Das ist eine gute Frage. Ja, übertakten wäre ich immer vorsichtig. Übertakten würde ich im Moment gar nicht mitspielen, weil die Elektroschnecken sind ja nicht unendlich, ne? Okay. Das ist ein Problem, dann, können wir nicht mit kalkulieren. Da würde ich sagen, pro Schmelzeanlage 3 Konstruktor. Ist es nicht zu viel? Hast du den Takt mal durchgerechnet? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich rechne gar nicht, ich schätze nur. Hatten wir das nicht ausgerechnet, dass pro Schmelzanlage 2 reichen? Ja, aber wenn du dir das anguckst, das stockt jetzt zum Teil, oder? Oder läuft die Produktion. Ah, nee, die Produktion läuft ja flüssig durch. Bei Eisen, ja, deswegen, nee. Wir brauchen 4. Schmelz und
pro Schmelz, also insgesamt dann halt 8 Konstruktor. Ja. Lass mal mit dem Konstruktor hinten anfangen, weil das nimmt den meisten Platz weg. Ja, die Frage ist nur... Kannst du welche bauen? Ich schau kurz. Vielleicht ist es ja 2 Konstruktor und eine Schmelzanlage, dass wir die einfach mal aufbauen. Wie viel? 2 Konstruktor und eine Schmelzanlage, dass wir mal den Abstand haben. Nee, kann ich nicht bauen. Hab ich okay, keine... wenn ich den jetzt hier hinten hinsetze, würde das schon gehen oder ist das dann blöd mit der Förderbandanlage? Das ist jetzt was? Für Schmelz. Ich weiß jetzt nicht, wie du genau die Konstruktion dahinter ausstellen willst. Moment, ich muss mal gerade im Kopf. Oder willst du den so aufstellen, dann den Konstruktor dahinter, die Platten links und rechts bauen? Also, warte mal, 1, 2. Nee, das geht nicht. Reiß nochmal ab. Ich würde sagen, schau mal, ich würde sagen, also ob jetzt hier der steht oder hier hinten, das sage ich jetzt nicht. Aber hier könnte ein Konstruktor stehen. Dann kommt der nächste hier hin und wir müssen hier noch anbauen. Das wo, würde auch. Wo kommt jetzt der nächste hin? Eine Reihe immer freilassen. Ein Blatt. Eine. Die Sache ist jetzt die. Wir setzen dahinter den Splitter, ne? Ja, warte mal, das sind jetzt. Ach, das ist Schmetzerei. Nee, mir geht's gerade um die Konstruktoren, ne? Nee, die kann ich nicht bauen gerade. Ja, die Schmelzofen, die sind eigentlich schon. Ist egal. Ich meine nur. Schau mal. Wenn wir hier einen hinsetzen, ne? Ja, wo du jetzt bist. Ein was? Ein Konstruktor. Ja. Der nächste käme hier hin. Für das Paar, was sie zusammenarbeitet jetzt, ne? Ja, genau. Und den Splitter dann quasi genau. Ja, nicht den Schmelzer, sondern den Splitter erst, ne? Dass wir genügend Platz haben dazwischen. Okay. Also, sagen wir mal. Ja, ich weiß schon, wie jetzt. Das heißt, so wie jetzt ist, die Schmelze kann jetzt hier stehen bleiben, hier. Nee, nee, bau mal ab und tu, hau den hier hin. Ja, das ist doch direkt am Rand anfangen. Ja, ich wollte das aber genau mittig anfangen, für die, wo die Verbindung herkommt gerade. Achso. Ja, die Verbindung können wir eh hier rumführen. Ja, haus mal hier auf diese Platte, wo ich stehe. Die hier. Genau. So, und dann genau das andere Ding käme dann hier hin. Ich glaube, hast du zu weit vorgebaut. Ein Ticken zu vorgebaut. Ja. So, dann hier hin. So. Also das heißt hier dann quasi Konstruktor. Ja, Platz, hier käme doch hier der Splitter hin erstmal. Hier käme Splitter hin. Und hier käme Konstruktor. Das heißt dazwischen einfach nur 3 immer Platz. 1, 2, 3, das heißt hier wäre der nächste. Und in die andere Richtung müssen wir noch die Platten erweitern. Genau, da käme dann der vierte hin. Genau. Gucken wir so. Gerade kurz Beton, dann können wir das gerade machen. So. Hm. Aber echt viel Platz dazwischen, das ist super. Ja. Leuchten. 1, 2. Bauen wir eine Werkbank hier zu der Kiste, ne? Ja, okay. Das heißt, hier kommt der nächste Schmelzofen hin, den ich glaube ich jetzt nicht mehr bauen kann, weil einen hast du abgerissen. Ja, mache ich mal. 1, 2, 3, das heißt hier hin, ne? Auf dieser Platte hier, wo ich stehe, die hier. Ja, und zwar. Ja, ne? 1 noch hier rüber. 1 weiter rein. Genau. Das, oder? Ja. Genau. Das sieht doch schon mal aus. So. So, Gott,
Achtung, wie viel Uhr haben wir? 23, 42, ja, vielleicht machen wir das so 15 Minuten. Ja. Und dann würde ich sagen, langsam. Gehen wir langsam mal dem Ende entgegen. Ah, ich, Vorsicht, ich habe keine Platten mehr. Ja, gut. Können wir denn Splitter bauen? Ja, Splitter. Hab ich. Ich hätte genügend. Ich hab gar nichts. Ich hab noch. Setz ihn direkt schön auf die Platte dahinter, ist ja Platz genug. So noch? Lass es direkt mit auf die Platten anpassen, oder? Wie meinst du? Dass es dann immer schön in der Mitte einer Platte steht. Wann ist das? Das siehst du doch hier. Weiter zu dir. Noch weiter. Ach, du meinst so mittig? Ja, genau. Nein, jetzt musst du weiter hier rüber. Noch ein. Ja, warte. Und seitlich ist das perfekt, ja. Kann ich. Ja. Also entweder wir machen das auf den oder wir gehen halt echt noch einen weiter vor. Das ist halt jetzt die Frage. Dann haben wir schön einen Platz dazwischen. Das wäre dann optimal. So, und der nächste. Ist das? Mitte? Noch einen Schritt weiter vor. Ja. Also seitlich kann ich selber gucken, nur. So? Ja. So? Noch eins weiter. Ja. Sehr schön. Ich weiß ja schon, wie wir das direkt führen werden hier unten. Ich brauche wieder Beton. Mist. Das ist nervig. So. Können wir uns das nicht noch weiter hier rüberziehen? So. Zack, 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 zack. Hier noch da oben hin. Ja, toll, das ist nicht mittig geworden. Das schön bauen, das ist jetzt echt ein bisschen problematisch hier auf dem Stück. Ja, warte, nee, lass das in der schönen Kurve rumführen. Okay. Das ist jetzt keine runde Kurve, aber es ist trotzdem in Ordnung. Ist okay. Ja. Okay, warte mal, nee, der gefällt mir noch nicht. Sind die nochmal abreißen, das Förderband? Mhm. Hier machen wir das mal so. Okay, die kannst du auch verbinden. Leider war zu steil. Scheiße. Okay, das hier muss ich nochmal ändern. Nein, ist. Es gehört. Ja, was war das? Mein Abschlussgerät. Warte mal. So, jetzt können wir verbinden.
Den Part haben wir, dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Ich würde sagen, danach machen wir Cut. Ja, klar. So, jetzt nur noch das gucken. Okay. Den habe ich direkt da unten gesetzt. Den hier hin. Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!